Wir haben auch diesmal auf der Musikmesse wieder dabei den Bass Audio REQ, einer der beliebtesten, würde ich sagen, Mastering EQs zurzeit. Tim Ferenc, der Designer, kommt aus Neuseeland. Das Ding ist komplett in Handarbeit gefertigt. Und das Spannende eigentlich dabei ist, erstens, wir haben eine wunderbare Abdeckung der Frequenzen, weil wir relativ fein auflösen durch die Frequenzbänder und dann einfach nochmal hier eine Umschaltung haben auf eine zweite Range. Das heißt, ich kann die beiden Mittenbänder verschieben und kann so eine Menge Frequenzen abdecken mit einer ganz feinen Abstufung. Ich habe Highpass-Filter, die ich einzeln zu- und ausschalten kann. Ich habe ein Saturation-Modul in der Output-Sektion, was wirklich eine ganz, ganz, ganz leichte und diffizile, gesteppte Färbung hinzumischen kann, die eben wirklich auf Mastering-Anwendung zugeschnitten ist. Und das Spannende ist, es ist ein sehr, sehr, ich würde sagen, ein sanfter EQ, der das Signal eigentlich in keiner Einstellung kaputt machen kann. Also das Tolle ist, wenn man seine richtige Einstellung gefunden hat und verdreht beispielsweise einfach mal einen Frequenzknopf um eine Schaltung, wird man sich wundern, dass der Track nicht auseinanderfällt, sondern dass es trotzdem immer noch eine passende Einstellung gibt. Wie gesagt, das Ding ist eine ganze Zeit schon auf dem Markt und was ich halt vor allen Dingen schön finde, ist eine ganz tolle Ergänzung zu vielen anderen klassischen EQs, die fürs Mastering benutzt werden. Sei es jetzt zum Beispiel so einen super präzisen GML oder irgendwas ähnliches. Es ist wirklich eine tolle Ergänzung zu jedem anderen EQ.